Willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es mal wieder um Orion Chaos 2 und wir haben ein paar neue Screenshots erhalten und sogar Gameplay, welches ihr alles in diesem Video sehen werdet. Gut, Screenshots sind es nicht immer, glaube ich, das sind eher Game Arts, glaube ich. Irgendetwas dazu steht eigentlich nicht. Aber wir wollen jetzt zuerst mal die Screenshots von der offiziellen Orion Chaos 2 Facebook Fanpage anschauen. Und zwar haben wir einerseits dieser hier, Discover Stunning Worlds. Ich denke nicht, dass man da von Ingame fast sprechen kann. Es sieht zwar doch sehr Ingame-mäßig aus, also ich denke, die Grafik wird ziemlich so sein wie auf diesem Bild. Das wird wahrscheinlich so ein Greenmont sein, oder Grünberg besser gesagt. Und ja, schönes Bild, aber wir haben noch viel mehr, also gleich weitergehen. Als nächstes Discover Stunning Worlds, Steps, oder keine Ahnung, wie denn das auf Deutsch heißen wird. Das dürfte ein Gebiet sein. Ich glaube nicht, dass es irgendwie ein Startgebiet ist von Elfen oder so. Ich glaube nicht. Ja, sieht auf jeden Fall auch ziemlich nett aus. So ein bisschen große Wüste mäßig oder ähnlich. Aber natürlich noch ein bisschen cooler, muss man jetzt einfach wirklich zugeben. Dann als nächstes haben wir Mariner's Landing. Discovered Stunning Worlds. Da haben wir wieder so, ja, wie sieht es aus? Im Endeffekt wie das erste Gebiet, welches man ist. Ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt. Grün, nein, nicht Grünwald, irgendwie sowas. Ihr wisst, welches ich meine. Sieht auch ziemlich schön aus, sogar mit Palmen hier. Ja, eben wie gesagt, die Grafik dürfte, klar, die Bilder sind es natürlich nicht volle Qualität. Facebook und so weiter, ihr wisst es, ihr kennt es. Aber die Grafik dürfte wirklich so in diese Richtung gehen. Auch die Schatten und all das sieht sehr schön aus. Dann haben wir noch zwei neue Rassen, und zwar Kratan und der Blutritter. Sehen meiner Meinung nach ziemlich cool aus. Aber ein bisschen, ja, was soll ich sagen, ein bisschen zu viel Ritter, ein bisschen zu wenig Magie sozusagen fast irgendwie, ein bisschen wenig Magier und sonst in etwas Kleriker, klar, ich weiß nicht, was sonst noch gibt. Ich habe schon lange nicht mehr irgendwie ein richtiges MMORPG eigentlich auf dem Computer gespielt. Aber ein bisschen wenig von dem. So, das wär's. Zuerst gehen wir da mal noch auf die Screenshots ein. Hier sieht man eigentlich, ich denke, das könnte sogar ein Ingame-Screenshot sein. Das sieht ein bisschen aus wie das Unterland, oder wie heißt das schon wieder? Keine Ahnung, das mit dem Violetten. Auf jeden Fall sieht alles ziemlich ähnlich aus, meiner Meinung nach. Hier haben wir den High-Level-Suit, also den höchsten Level Rüstung irgendwie. Sieht auf jeden Fall ziemlich, ziemlich nice aus, kann ich da nur sagen. Ich bin gespannt, wie das denn wirklich aussieht. Das sieht wirklich böse aus, sehr böse. Aber mal schauen, wie denn das wirklich in-game aussieht. Hier haben wir noch ein Bild von vorne, wie das genau aussieht. Also es sieht wirklich ganz krass aus. Hier haben wir nochmals ein Bild. Ja, hier haben wir noch Mobs oder Monster, denke ich mal. Dragonborn. Ja, irgendwie, das denke ich, sind Mobs. Hier nochmals Mobs, Orion Chaos 2, Dragonborn. Sieht auf jeden Fall viel schöner alles aus, das kann man sicher schon mal sagen. Hier nochmal irgendwie ein Mob oder sowas. Hier nochmal ein Ingame-Screenshot. Sieht auf jeden Fall, nee, nicht, ich weiß nicht, ob es ein Ingame-Screenshot ist. Sieht auf jeden Fall sehr schön aus, muss man wirklich sagen. Vor allem für ein mobiles Spiel, aber eben, ich meine, jetzt mit iOS 9 und all das kann man das auch erwarten. Hier sieht man noch Pferde, also ich denke, Mounts wird es auch wieder geben. Ich denke, das ist doch ziemlich eindeutig hier, vor allem wenn die so nebeneinander stehen. Vielleicht kann man die sogar irgendwie besser einfangen, wäre noch cool. Auf jeden Fall, aber mal schauen. Dann haben wir hier noch vor dem, ich sage jetzt einfach mal Grünberg, vor dem Grünberg-Tor. Es sieht wirklich sehr schön aus, auch die Farben gefallen mir sehr gut. Da hier nochmals ein Bild vor dem Schiff. Ja, hier, vielleicht ist Grünberg sogar dieses Mal am Meer, das wäre noch cool. Und dann kann man da auf das Schiff gehen. Vielleicht, es wäre cool, wenn wir irgendwie ein bisschen mehr sozusagen noch sehen könnten. Und ja,
Gut, dann gehen wir doch nochmal zum Gameplay. So, wir haben hier das Gameplay. Ich werde so halbwegs darüber kommentieren. Mensch haben wir gerade gesehen. Male und Female, also Mann und Frau einfach. Da sehen wir die Rassen, also fünf werden wir am Anfang haben. Egal, das sind die Mendel. Sehen auch ein bisschen farbiger aus. Dann haben wir die Elfen, die sehen auch ganz cool aus. Also ich kann mir sogar jetzt sogar wirklich mal überlegen, Elf zu sein im Game. Elfen sehen jetzt wirklich sehr cool aus. Und dann Orks, oh, auch die Frauen-Orks, die sehen viel besser aus, meiner Meinung nach. Die Männer-Orks, die sehen auch ziemlich cool aus. Und dann die Kratan, die neue Rasse. Ja, Frage ist, wo sind die Untoten? Kratan sieht auch sehr böse aus, aber das wird nichts für mich sein. Also ich wäre sicher, ich würde mir eigentlich überlegen, Elf am ehesten jetzt zu spielen, wenn ich jetzt das so sehe. Ja, Kratan, natürlich wieder etwas komplett Neues. Ich hoffe aber, dass das Ganze ins Spiel passt, also dass auch etwas Schlaues kommt. Kommen wir zur Klasse. Also einmal Ranger, also Bogey, das kennen wir auch schon. Dann Magier, Monk, also Cleric, sieht auch cool aus. Klar, das ist natürlich nur die Anfangsrüstung. Und der, wow, das sieht aber cool aus. Der Blutritter, genau. So, was haben wir noch? Was haben wir noch? Was haben wir noch? Ich glaube, wir sehen dann noch, wie er sich einloggt in diesem Video. Also, er wählt, glaube ich, jetzt ein Blutritter aus, so wie es aussieht. Genau. Und da können wir da noch das verändern. Also, wir können jetzt sogar einiges mehr machen. Zum Beispiel Body. Wir konnten ja vorher nur das Gesicht ändern. Oder täusche ich mich da? Und die Hautfarbe. Genau, und die Frisur. Ja, doch, wir konnten auch etwas machen. Und da das Gesicht. Ah, das sieht auch wieder besser aus. Lizard, Snake. Ja. Also da geht er jetzt in diesem Video vor allem auf, was das so eine Schlange sein. Das sieht bei mir irgendwie aus wie ein Schwein, ehrlich gesagt. Aber naja. Geht natürlich jetzt sehr auf die neue Rasse ein. Rasse und Klasse, ich bin so dumm. Also Kopf kann man da auch ändern. Hornstyle, also die Hörner. Ja, sieht cool aus. Ich kann nicht mehr sagen, ehrlich gesagt. Ich muss das mal anzocken. Ich hoffe, dass das geht, gut läuft. Dann können wir da noch die Farbe auswählen. Auf jeden Fall, das haben sie viel besser gemacht, anstatt eben mit diesem Drücken. Ja, kann ich auch sagen. Dann der Körper, mal schauen. Ah, das war die Farbe, genau. Dann Tap to enter name, das können wir dann alles machen. Randomize können wir auch. Ja, also ich. Wirklich, sehr cool. So, und jetzt sind wir wahrscheinlich im Startgebiet. Wir sehen nicht viel, also ich habe irgendwie das Gefühl, es wird ein bisschen abgeschnitten. Sieht auf jeden Fall sehr cool aus, wenn wir das da sehen. Auf jeden Fall, Leute. Also. Und ja, mehr gibt es nicht zu diesem Video. Die Screenshots, die habe ich euch schon gezeigt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen da. Wäre wirklich sehr cool. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder, Leute. Tschüss.